Viele Christen kennen das, dass sie in der Schule, der Ausbildung, vielleicht der Uni und dann vor allem im Berufsleben irgendwie von Leuten bedrängt werden. Da gibt es Menschen, beispielsweise Vorgesetzte, die boshaft sind, die sie schikanieren, die sie bedrängen, die sie quälen, vielleicht die sie rausekeln wollen, Mobbing. Und man ist mit diesen Menschen irgendwie in einer gewissen Situation ja verbunden. Die haben eine gewisse Position über einem und man weiß nicht so recht, wie man sich damit auseinandersetzen soll. Und da gibt es eine eigentümliche Theologie, die sagt, du musst das alles schlucken. Du musst das alles akzeptieren. Es ist Gott sehr wohlgefällig, wenn du dich darunter beugst. Du musst den untersten Weg gehen. Ja, das mag der Herr. Du musst demütig sein. Du musst deine Feinde lieben. Und dann wird das so dargestellt, als ob, wenn du alle Boshaftigkeit, die dir begegnet, einfach so hinnimmst und schluckst, die dir begegnet, vielleicht deiner Familie begegnet, vielleicht deinen Kindern begegnet, deinem Ehepartner begegnet, du sagst einfach, ja, das ist halt so, der Herr hat uns das irgendwie so zukommen lassen. Das ist Fatalismus. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wenn die Bibel davon spricht, wir sollen unsere Feinde lieben, ist damit nicht gemeint, dass wir über die Boshaftigkeit von irgendwelchen dämonisierten Leuten einen Zuckerguss streuen und sagen, ist schon alles gut. Nein, du kannst, ja du musst Position einnehmen. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Und es ist nicht gut, Boshaftigkeit, beispielsweise im Berufsleben, hinzunehmen, denn die begegnet nicht nur dir, die begegnet auch den anderen um dich herum. Und um dich, deine Familie, andere zu schützen, musst du Position einnehmen. Lass dich nicht von irgendwelchen Mächten der Bosheit so vorführen. Geh dagegen an. Nimm deine Position ein im Herrn. Du hast die Autorität. Du kannst die Dinge zurückweisen. Du kannst Position für dich und dein Umfeld einnehmen. Vielleicht gibt es eine Position in deinem Berufsumfeld, die für dich ist. Ein Karrieresprung, der für dich in Anspruch, der da steht, den du in Anspruch nehmen kannst. Und da ist irgendjemand, der das blockiert. Da ist irgendjemand, der das nicht zulässt, dass du da reinkommst. Dann nimm das doch nicht hin. Wenn du weißt, das ist etwas, was der Herr für dich hat, du kannst den Job gut tun, es ist etwas, was zu dir passt und wo du für das Unternehmen ein Segen sein kannst, dann nimm das doch nicht hin, sondern bete dafür, dass du in Position kommst, die der Herr für dich hat. Lass dich nicht berauben von irgendwelchen Leuten. Leg eine falsche Theologie ab, dass du Staub fressen musst, dass du der Letzte sein musst, dass du, egal was passiert, immer eine falsch verstandene Demut ausüben musst, leg das ab. Du bist Kopf und nicht Schwanz, sagt die Bibel. Beanspruche das für dich und geh vorwärts. Geh vorwärts und geh dagegen an, ein falsches Bild zu haben, die Feinde zu lieben. Die Feinde zu lieben bedeutet nicht, dass du alles akzeptierst, was man dir antut. Das ist völlig schräg. Geh in deinem Leben in Position. Widersteh dem Feind und er wird fliehen. Und dämonisierte Menschen, boshafte Menschen, niederträchtige Menschen werden weichen müssen und dein Weg wird frei sein. In dem Sinne, sei da ganz entschlossen, lass dich nicht berauben. Gott hat mehr für dich.